Einige von euch haben sich sicher schon gewundert, warum es auf dem Kanal keine Reviews zu Kampf der Titanen und Zorn der Titanen gibt, vor allem weil der zweite Teil ja erst vor kurzem erschienen ist und auch warum meine Aussagen zu den beiden Filmen auf Facebook und so weiter immer recht vage und knapp sind. Das ist sehr einfach zu erklären, ich rede ungern über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und griechische Mythologie würde ich auf jeden Fall genau da dazu zählen. Ich habe zwar gerne God of War gespielt, aber inwiefern die Charaktere, ihre Fähigkeiten oder sonst irgendwas ansatzweise wirklich auf der Mythologie basieren oder für das Spiel frei erfunden wurden, keine Ahnung, und um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Und wenn man quasi so weit ist, dass man Leute wie Zeus und so weiter am liebsten googeln würde nebenbei, dann macht es nur bedingt Spaß, sich solche Filme anzuschauen, vor allem wenn man dann so inhaltsleere Langeweiler wie Kampf und Zorn der Titanen vor sich hat, die einem auch nicht einmal genug Platz und Material für meine üblichen Vergleiche, Verweise und Scherze bieten. Und gerade die fallen einem wahnsinnig schwer, wenn man sich mit dem Ausgangsmaterial, auf dem die Filme basiert, nur bedingt auskennt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich mehr oder weniger jetzt einmal mit Krieg der Götter ein Experiment wage, weil der Film für mich zumindest stilistisch und visuell einiges zu bieten hatte, über das ich sprechen möchte. Die Story und die Charaktere und ihre Hintergründe werde ich bei dem Review allerdings mehr oder weniger ausklammern. Ich glaube, da gibt es wesentlich qualifiziertere Leute, um dazu ein Urteil abzugeben. Aber ich habe mich vor dem Video ein kleines bisschen schlau gemacht und andere Meinungen von Kritikern durchgelesen. Und so die generelle Tendenz war, it sucks. Ich glaube, das reicht uns fürs Erste. Wir starten Krieg der Götter damit, dass wir so eine Art menschlichen Allspark sehen, wo alle Leute so in einer Reihe sind und irgendeine Eisenstange im Mund haben. Das schmeckt sicher fantastisch. Vor allem bei der Dicke von dieser Eisenstange tut einem das sicher nicht irgendwann einmal im Gebiss weh. Ich weiß nicht, ich habe zwar schon in einigen Filmen solche Ballettschulen gesehen, wo dann die Leute ihre Füße quasi auf irgendeiner Stange parken müssen, aber das Ganze so macht, wenn ihr ein Sprechtraining oder sonst irgendwas absolviert, keine Ahnung, vielleicht versuchen sie eine Art Speichelbatterie zu gestalten, nur kann ich ihnen in dem Fall auch sagen, das wird auf die Art nicht wirklich funktionieren. Das Einzige, abgesehen davon, dass ich mich einfach nur wundere, warum da nicht irgendwo laufend Zähne rausbröckeln, das Erste, was mir auffällt bei der Szene, ist einfach die grandiose Fotografie. Und deswegen nutze ich dieses Review jetzt einmal als Chance, um ein kleines bisschen über Regisseur Tarsem Singh zu sprechen, der meiner Meinung nach einfach nur ein brillanter Regisseur ist. The Fall ist möglicherweise nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber visuell sicher eines der beeindruckendsten Meisterwerke, das ich jemals sehen durfte. Von der Bildkomposition, von den Farben, von den Einstellungen, von den Kamera Positionen und Winkeln her ist The Fall wirklich von der ersten bis zur letzten Aufnahme ein brillanter, visuell bemerkenswerter Meilenstein. Und allein aus diesem Grund, egal ob einen jetzt die Geschichte des Films wirklich interessiert oder nicht, definitiv sehenswert. Ich hatte mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert dafür, weil letztendlich konnte mich Tarsem mit dem Film echt beeindrucken. Etwas weniger beeindruckend war The Cell, zu dem komme ich vielleicht noch irgendwie zu einem späteren Review, bei dem mir etwaige inhaltliche Schwächen noch etwas deutlicher aufgefallen sind als bei The Fall oder eben Krieg der Götter, nur der visuell ebenfalls ziemlich brillant ist. Aber das Einzige, was ich mir gedacht habe, wie ich The Fall gesehen habe, wäre, dass was den Film möglicherweise noch cooler machen könnte, wäre, wenn diese brillante Fotografie in 3D war. Und nachdem Tarsem Singh jetzt mit Krieg der Götter seinen ersten Film in 3D realisiert hat, war meine Erwartung entsprechend, die ersten Vorstellungen, Trailer, sonst was, die man zu dem Film gesehen hat, sahen ja wirklich atemberaubend aus. Und das Ganze wirkte wie eine Mischung aus 300 Spartacus und The Fall. Und ganz ehrlich, wenn mich ein Satz glücklich macht, dann eben genau diese Erwartung. Trotzdem
fällt dann im Endeffekt auf, dass zu einem guten Film einfach nur etwas mehr dazugehört als gute Fotografie, denn man braucht auch eine Story und das ist leider der Teil, wo Krieg der Götter wiederum etwas versagt. Aber schauen wir mal weiter, vielleicht können wir das Ganze analysieren und herausfinden, woran es liegt. Wir sehen in der nächsten Szene irgendeinen Kerl, der einen Priester mit Wasser übergießt, sehr bedrohlich, und ihn dann anzündet. Hä? Nein, Wasser brennt nicht, ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht demonstrieren. Weihbenzin allerdings habe ich auch noch nie gehört. Und für alle, die schon mal brennendes Benzin gesehen haben, die wissen, dass das eher anders brennt als so hell, gelb-orange lodern, wie jetzt der Typ da irgendwie brennend durch die Gegend läuft. Ich will kein Spielverderber sein, aber den angezündeten Weihschnaps aus irgendeinem antiken, spartakushaften Priestertempel glaube ich mehr oder weniger nur bedingt. Naja, wie gesagt, visuell erinnert das Ganze, finde ich, sehr, sehr stark an Spartacus und das ist, finde ich, echt genial, wenn man sich die Farben anschaut, die ganzen CGI-Hintergründe und so weiter. Das Einzige, was Krieg der Götter wirklich abhebt von Spartacus, ist die viel bessere Kameraführung und das 3D des Films tut da wirklich sein Übriges. Ist natürlich ein bisschen gimmickhaft teilweise, aber nur sehr, sehr wenig. Die meisten Szenen sind wirklich natürlich, verlaufen sehr schön und das Ganze passt angenehm, bis dann auf die Szene, wo jemand einen Hammer als Foltermethode zwischen die Beine gehaut bekommt. Da brauche ich dann weder 3D noch 2D noch Bild noch Ton noch irgendwas. Da weiß jeder, dass das verdammt weh tut. Autsch! Die erste Schlachtszene, die wir im Film in der 25. Minute sehen können, erinnert bereits stark an den Film 300 und ganz ehrlich, die Inspiration ist wirklich, wirklich schwer zu übersehen, alleine schon, was die Sprechweise der Charaktere betrifft. Und das ist was, das fällt mir in modernen Filmen generell auf, dass quasi bei der Inszenierung, bei der Präsentation der Darsteller weniger auf schauspielerisches Talent, sondern einfach nur auf bloße Leinwandpräsenz gesetzt wird. Und dass man oft versucht, Leute tief und bedrohlich wirken zu lassen, indem man sie immer so ein kleines bisschen zum Boden schauen lässt. Wie kommt es dabei? Und sie ihre Zeilen mit langen Pausen und tiefer Stimme immer so in den Boden röcheln lässt. Und dann schauen sie so ein bisschen nach oben in die Kamera, setzen sich eben diesen Helm auf, ihre Rüstung, und dann sind sie ganz beeindruckende Soldaten. Ich weiß nicht, mir tut nach der Stimme irgendwann einmal der Hals weh, muss ich zugeben. Und das Ganze ist, wie gesagt, wir sehen Mord und Folter und alles und trotzdem ist die Spannung irgendwie auf dem Gefrierpunkt, weil einfach dieses Konzept funktioniert wenig. Ich meine, gut, wenn man versucht dadurch ein bisschen die Bösen hervorzuheben und ihnen eine eigene Mimik zu verpassen, ja, wenn ihr es für notwendig findet, aber wenn sowohl die Guten als auch die Bösen, als auch die wichtigen Charaktere, als auch die Nebencharaktere nur die ganze Zeit so sprechen, dann wird es mit der Zeit auch irgendwie einmal fad. Und wenn dann den Film hindurch über weite Strecken auch nicht viel mehr passiert, als dass Leute so sprechen, dann wird's erst recht ziemlich langweilig. Und damit sind wir bei meinem größten Problem mit Krieg der Götter. Es ist bis auf seine Schlachtszenen einfach nur ein 300 und Spartacus-Klon, der, welch oh Überraschung, eine Rache-Story hat, weil irgendwie der Hauptcharakter bei irgendeinem Aufstand seine Mutter verloren hat. Und das Ganze so berechenbar, so nach Schema F und vor allem so eintönig inszeniert, bis auf die Action-Szenen, dass selbst die grandiose Fotografie da einfach irgendwann einmal untergeht. Jede Einstellung ist so schön, jede Einstellung gibt so viel her, nur, und das ist auch irgendwie ein witziger Kontrast, weil alles so fantastisch ausschaut, das Einzige, was weniger beeindruckend sind, sind die Kostüme, die teilweise ein kleines bisschen erinnern an das, was man sich für Fasching aus dem 1-Euro-Shop organisiert und die vielleicht gegenüber der edlen Kameraführung, edlen CGI-Backdrops und der sonstigen Props irgendwie ein kleines bisschen billig ausschauen können, vor allem
Wenn man sich diese güldenen Plastikrüstungen der Götter anschaut, irgendwie witzig. Genauso witzig wie diese Teerwelle, die plötzlich aus dem Nichts kommt und quasi über das Set einfällt. Daraufhin geht dann irgendwie eine Frau duschen, duscht für 2 Sekunden und sie ist plötzlich sofort sauber. Ihre Kleidung ist nicht nur fleckfrei, sondern eine Minute später auch wieder komplett trocken, wo ich mich irgendwie nur frage, wie das gehen soll. Keine Ahnung, irgendein toller Bogen ist in irgendeinem tollen Stein versteckt und sie sprengen diesen Stein mit einem Hammer und Meißel auf. Der Bogen natürlich komplett unbeschädigt drinnen, vor allem so ein feines, gespanntes Haar wird sicher von diesem Stein, der drum wegbricht, nicht irgendwie beeindruckt. Das Ganze ist ein Glitzerbogen. Ich frage mich, ob das die Waffe von Team Edward ist. Und sobald man den Bogen angreift, materialisiert sich irgendwie ein Pfeil. Das heißt, irgendwie ist das sicher die perfekte Waffe zum Bekämpfen von eingebildeten Gegnern. Und nur damit wir sehen, wie toll und inspiriert dieser Film ist, genauso wie in jedem schlechten Videospiel, sobald der Hauptcharakter eine neue Waffe in die Hand bekommen hat, kommt sofort ein neuer Miniboss, an dem man diese Waffe ausprobieren kann. Jetzt lernen wir dann eben gleich kennen, wie dieser Bogen funktioniert. Das Ganze ist mäßig glaubwürdig, aber egal, weil diese Götterpfeile funktionieren ansatzweise so wie Cruise Missiles mit Zielvorrichtung, können aber auch 4 gleichzeitig abgeschossen werden und 4 nebeneinander stehende Ziele perfekt treffen. Ist alles echt wahnsinnig glaubwürdig. Böse sind dann danach irgendwie 3 Leute, die in so einem metallenen Stier gegrillt werden. Yummy. Und es fällt einem dann immer mehr auf, dass die Handlung nicht nur visuell, sondern auch von der Präsentation her extrem aufgeblasen, aber darunter einfach nur dünn und nichtssagend ist. Es taucht dann irgendwann einmal ein Gott mit einem Hammer auf und ich erspare mir einfach den obvious Thor-Joke. Der Gegner in dunkelschwarzen Blutmatsch zerteilen und zerfetzen kann. In der 60. Minute tauchen dann auch die Götter auf, die Sklaven beschützen. Und die große Schlacht, der eigentliche Grund, warum man sich den Film anschaut, ist dann die Schlachtszene ab der 80. Filmminute. Aber der Weg, bis wir endlich dorthin kommen, ist steiniger als The Thing aus Fantastic Four. Aber dem ist dabei zumindest nicht fad. Naja, vor allem kommt dann der Böse, der mit diesen imaginären Pfeilen auf den Allspark vom Anfang des Films schießt, der dann irgendwie sprengt oder sonst irgendein Schwachsinn. In der 88. Filmminute scheint der Kampf plötzlich aussichtslos, deswegen sind die Götter wieder da. Es gibt wieder eine recht blutige Schnitzelei und was ich sehr spannend finde, ist, auch wenn der Film sich so sehr an 300 anlehnt, es gibt kaum Kampfszenen in Zeitlupe, außer wenn die Götter involviert sind. Und da hat es meiner Meinung nach den Zweck, den Zuschauer zu zeigen, dass sich eben die Götter gottgleich und viel schneller bewegen können als die Menschen. Und deswegen wird da einfach der Film langsamer abgespult. Durchaus eine coole Idee. Und vor allem sind diese Kampfszenen mit der großen menschlichen Armee, mit den paar Göttern, diese extrem overpowered Waffen, die die Götter in der Hand haben. Das ist teilweise echt einfach nur witzig und lustig mit anzusehen, dass man sich natürlich so billige Gags wie irgendwie funkelnde Rüstungen und sonst irgendwas nicht nehmen hat lassen, macht es mir nicht leichter, den Film ernst zu nehmen. Aber trotzdem bleibt Krieg der Götter optisch ein beeindruckender Film, aber trotzdem irgendwie ein Paradebeispiel dafür, dass ein Film, um wirklich zu funktionieren und wirklich zu unterhalten, mehr braucht als nur geniale Optik. Man braucht Charaktere, die einem nicht wurscht sind und wie gesagt, ich kann es schwer beurteilen, ob es bei mir einfach daran liegt, dass ich das Ausgangsmaterial eben bei den Der Titanen-Filmen und auch hier nicht kenne oder dass die Charakterzeichnung der Filme einfach nur grottenschlecht ist. Ich tippe auf eine Mischung aus beiden. Dass eben die Dialogszenen so eintönig präsentiert werden, die Sprechweise der Schauspieler ist mittlerweile echt einfach nur ein overused Klischee und langweilig. Und zwischendurch der Teil, wo eben dem Zuschauer über eine Dreiviertelstunde lang hinweg am Stück die Charaktere und die Geschichte näher gebracht wird, das scheitert einfach daran, dass es einem einfach nur komplett egal ist.
Krieg der Götter ist, finde ich, ein genialer Demo-Film, wenn es darum geht, Tarsem Sinks großartige Fotografie in 3D herzuzeigen, um möglicherweise mit dem neuen Equipment bei Freunden ein bisschen zu prahlen, um sich ausgewählte Szenen anzuschauen, aber den kompletten Film muss man sich ehrlich gesagt bestenfalls einmal geben, aber selbst wenn man ihn da verpasst, entgeht einem jetzt nicht wirklich irgendwas Großes, was man irgendwann einmal vermissen wird. Tarsem Singh ist in meinen Augen ein großartiger Regisseur und vor allem ein visuell brillantes Genie. Seinen Film The Fall kann ich nur empfehlen, sogar The Cell hatte, abgesehen von seiner absurden Geschichte, durch die großartige Bildsprache eine Menge zu bieten und Krieg der Götter passt da perfekt dazu. Optisch beeindruckend, visuell grandios, die 3D-Effekte werden hervorragend genutzt und das Ganze sieht einfach nur bemerkenswert aus. Die Schlachtszenen sind fantastisch und Tarsem zeigt wirklich perfekt, was passiert, wenn man 300 und Spartacus noch besser filmt und das außerdem noch dazu in 3D. Der Film ist wirklich ein optischer Hochgenuss und wer ihn verwenden möchte, um sein neues Equipment zu demonstrieren oder einfach nur, um in eine optisch schöne Welt einzutauchen, der kann ihn durchaus genießen. Wer allerdings irgendeine Form von interessanter, spannender Story braucht, wem es wichtig ist, dass einem die Charaktere nicht so egal sind wie die 15. Kanalrate hinten links in Daylight, der ist bei Krieg der Götter im Endeffekt aber auf jeden Fall an der falschen Adresse. Die Kampfszenen sind spektakulär und großartig, der Rest des Films ist es einfach nicht. Der ist langweilig, der ist uninteressant, der wirkt wie eine Handlung quasi in der Größe einer Erbse aufgeblasen auf eine Wassermelone. Unspannend, uninteressant und das ist leider Krieg der Götter.